Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy 4. Wir hatten hier noch Großes vor im Turm von Babil und genau da machen wir auch weiter. Denn wir sind hier einfach ausgestiegen, haben da noch ein bisschen was zu erledigen. Wir waren bei 45%. Gucken wir doch mal, was uns hier noch drin erwartet. Wir haben den Großteil des Turms ja schon hinter uns gelassen, den Großteil in der letzten Aufnahme. Und decken jetzt hier den Rest auf. Hier gibt es noch eine schöne Truhe. So, Turbo-Äther. Die sehr, sehr schön, so turbulentes Äther. Und wir gehen gleich mal wieder in den Automodus hier. So ein bisschen steinerner Blick hält uns nicht auf. Ich hoffe, wir leveln noch ein bisschen. Denn Level sind hier eigentlich eine Schlüsselszene. Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Level. Unsere Kampfkraft letztendlich. Ich hoffe, Marilia versteinert hier nicht. Nachdem sie den Gegner gerade so richtig schön eingesperrt hat. Mit ihrer Peitsche hält sie ihn fest. Zack, Young räumt auf. Und, wir haben hier diese zähe Echse da. Ein zähes Stück Leder. Ein zähes Stück Lederechse. Ich verarbeite dich zu einem Lacoste-Shirt. Wo Rydia ist versteinert, sie kriegt keine Erfahrungspunkte. Es trifft aber auch immer Rydia und Rosa, da kann man machen, was man will. Goldnadel, die haben wir gleich bekommen. Nutzen wir auch gleich, nein, wir nutzen sie nicht, um Rydia zu heilen. Wir benutzen einfach mal etwas Magie. Cecil, zeig mal, was du hier mit deinen Medikals ausrichten kannst. Zack, zack, zack. So will ich das haben, so ist richtig. So, was gibt's hier noch zu sehen? Da ist auch schon wieder der nächste Gang, da gehen wir doch mal raus. Und hier geht's ans Eingemachte. Ihr seht, die Karte ist schon aufgedeckt. Ich muss hier nicht weiter zeigen. Nichts weiter zeigen. Ich muss nicht weiter zeigen. So. Wir gucken nochmal, dass wir auch volle Lebenspunkte haben. Der Gegner, der jetzt kommt. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Ich werde versuchen, die eine Möglichkeit zu zeigen und euch einfach nur von der anderen erzählen. Die ich euch zeige, ist die leichte. Seid vorsichtig! Oh. Seid vorsichtig, Lord Rubikante! Keine Sorge, die Burg Eblan ist bereits gefallen und damit ihr und mit ihr die Ninja-Truppen. Ich überlasse dir hier die Stellung, bis ich wiederkehre. Meister Golbis und Rubikante sind fort. Jetzt herrsche ich hier im Turm. Ein seltsamer alter Mann. Psst. Wer ist da? Oh nein. Ja, Cecil sieht ganz erschrocken aus hier. Du bist dieser Cecil. Wie in drei... Du bist dieser Cecil. Wie in drei Henkers Namen seid ihr hier eingedrungen? Ich habe das ja noch nie gehört, diese Redewendung. Oder selten. Rubikante scheint ausgeflogen zu sein. Ob du uns wohl aufhalten kannst? Oh, ich euch? Welche Frechheit! Ich mag keiner der Elementarfürsten sein. Aber nicht umsonst hat mich Meister Golbis zum Gehirn seiner Operation gemacht. Bei meiner Ehre, ich werde den Turm von Ungeziefer wie euch sauber halten. Na, das stelle ich mir lustig vor. Das wird es aber nicht. Nicht für euch. Ich werde euch allerdings auf meine Kosten kommen. Wenn mein geliebter Sohn eure Köpfe abreißt, lache ich mich schlapp. Doktor, ja, Dr. Lugai und sein komischer Sohn, sein Frankenstein-Sohn. Was wir machen ist, einfach mal Ili angreifen, nochmal angreifen, Barnabas heißt der Sohn. Kane kann auch mal springen auf ihn hier, so. Rydia wird hier an der Stelle beschwören, und zwar Ramu auf alle, denn der Sohn ist sehr, sehr schwach gegenüber von hier Zeug, also Blitz. So, immer schön auf den Doktor. Wenn wir den Sohn vorher auslöschen, wird das schwieriger für uns. Denn der Doktor verschmilzt, glaube ich, mit dem Sohn. Irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist schon ein Weilchen her. Ich mache es immer so, dass ich den Doktor zuerst töte. Das ist die einfachste Methode, denke ich, hier. Solltet ihr das Spiel mal selber spielen, könnt ihr es auch gerne andersrum machen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was passiert, wenn man den Fetten da zuerst tötet. Den großen, starken Barnabas. Zeigt ihm, dass du ein starker Junge bist! Ja, er war sehr verwirrt und hat sein eigenes Herrchen angegriffen eben. Sein Vater. Rosa. Oh, nein, erstmal
beschwöre. Ach, ich finde ja Ramu unheimlich toll. So, das war's dann mit ihm hier. Den versuchen wir auch gleich mal aus den Schuhen zu hauen. Würde ja bestimmt noch mal... Selbstzerstörung. Ja, er nimmt immer einen mit. Komischerweise ist es bei mir meistens rosa. Wie soll es auch anders sein? Es war aber schon immer irgendwie rosa. Nee, ich glaube, das letzte Mal war es Yang. Ja, sonst war es, als ich das letzte Mal gespielt habe, war es Yang. Diesmal hat es tatsächlich rosa getroffen. Er hat Yang verschont. Ihr Narren! Ihr wolltet es ja so! Blickt in mein wahres Antlitz! In das Antlitz des Horrors! Damit beginnt der Kampf wirklich. Doktor! Ja, er zeigt uns jetzt, was er wirklich drauf hat, wie er wirklich aussieht. Wir haben zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Genug mit dem Vorgetränke! Blickt in das Antlitz des Horrors! Du wiederholst dich! So sieht er wirklich aus. Gas! Vergeltung! So, an der Stelle werde ich euch was erklären. Wenn er das benutzt, dieses Vergeltungsgas, jetzt sind wir umgedreht. Alles, was Schaden macht, heilt. Alles, was heilt, macht Schaden. Ja, wir können uns angreifen, um uns zu heilen. Wir können den Gegner heilen, um ihm Schaden zuzufügen. Das Blöde ist, er macht das immer so spontan zwischendrin. Also kann der Kampf quasi endlos sein, wenn man mit Rydia gerade, er ist blitzempfindlich. Und wenn man mit Rydia gerade Ramu beschwört und kurz davor macht der Gas der Vergeltung, wird er um den Betrag geheilt. Auf diese Weise ist das fast endlos. Es ist absolut nervig. Deswegen gibt es eine ganz leichte Methode, ihn auszulöschen. Die zeige ich euch jetzt. So, wo haben wir es denn? Hier, Gegengift, nee, das wollte ich alles gar nicht. So. Nein! Fuck! Okay, das war... So, wir wollten das ja auf ihn hier benutzen. Komm hier. Ach, so war das. Ich bin nur Tablet gewohnt. Elixier. Und das zweite. So, ihr seht, ein Elixier würde ihn ja komplett heilen. Auf diese Weise wird er, kriegt er vollen Schaden. Also 9.990. Das Ganze machen wir zweimal. Ich glaube, wenn man auf leicht spielt, hat er weniger Lebenspunkte. Dann würde ein Elixier ausreichen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber hier aktiviere ich mal zwei, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde die wahrscheinlich eh kaum brauchen. Ich benutze die selten, sehr selten, die Elixiere. Nur bei dem Gegner ist es mir alle Male wert. Ja, es ist mir wert. Cecil bekommt sehr viele Erfahrungspunkte. Doof, dass die anderen gestorben sind. Ich könnte auch neu laden an der Stelle. Aber was soll's. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden er anrichtet. Es ist ein Pain in the Ass. Es ist eine Qual, sich mit diesem Gegner rumzuprügeln. Außer man ist entsprechend hochgelevelt, was ich mir hier spare. Cecil steigt gleich mal auf Level 39. Und das war's. Defeated Dr. Lugai. Ja, der Turm von Babel durchstößt die Erdoberfläche und verbindet die Unterwelt mit der Oberwelt. Und Rubikanta hat die Kristalle bereits nach oben geschafft. Bleibt nur noch, diese stinkenden Zwerge mit meinen riesigen Kanonen auszuschalten. Lugai ist Schlüssel erhalten. Juhu! Oh nein, das Überleben der Zwerge, das Überleben die Zwerge nicht. Zu diesen Kanonen! Wir müssen sie zerstören! Das müssen wir. Hier ist ein Teleporter. Der bringt gar nichts. Deswegen benutzen wir gleich mal ein bisschen Awesome Magie. Medica. Nein, nicht Medica. Ach, er kann das doch gar nicht. Oh Gott. Gut. Engel machen wir. Also Engel wollte ich benutzen. Kann er ja leider nicht. Das heißt, wir benutzen hier eine Phönixfeder wieder. Beleben alle und heilen uns. Ich meine, wir haben noch genug Zeit zu leveln. Scheiß drauf, dass wir hier nicht genug Erfahrungspunkte bekommen haben eben. Also alle Charaktere. Aber was soll's. Ich nehme dann irgendwann mal Zeit, um zu leveln. Aber nicht gleich jetzt. Da hinten gibt's auch nicht viel mehr zu sehen. Da ist nichts mehr. Deswegen laufen wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurück. Ja, außer Betrieb. Wir laufen den ganzen Weg wieder zurück. Ihr habt's gesehen, oder ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Aufnahme gab's diesen einen Raum, in den wir nicht reingekommen sind, wo man einen Schlüssel braucht. Und genau den werden wir jetzt betreten. Jetzt haben wir nämlich den Schlüssel. Wir brauchten den von Dr. Lugai. Also, ich hätte jetzt diese Folge noch ein bisschen ziehen können, indem ich lange mit ihm gekämpft hätte. Und ich hätte ihn auch irgendwann vielleicht mal klein gekriegt, irgendwie mit sehr, sehr viel verschwendeten Items. Dann nehme ich doch einfach mal zwei Elixiere in Kauf. So.
Und dafür sparen wir uns das ganze Rumgeplänkel mit dem. Denn das ist für mich, meines Erachtens nach, einer der nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Und wir treffen ihn schon hier. Ja, wir treffen ihn schon hier. Aus, man weiß, wie er geht. Hier, wechsel mal. So, lass mal die Papas nach vorne. Anfällig für Eis, finde ich super toll. Da kann Cecil auch nicht mehr zeigen, was er drauf hat. 1900 Schaden. Der haut schon richtig rein, der Junge. Muss man echt sagen. Also Cecil wird noch ein richtig cooler Charakter. Ich meine, er ist ein richtig cooler Charakter, aber er wird noch richtig stark. So, Kanes Fähigkeiten sind natürlich eher der Sprung. Er hat nicht viele Lebenspunkte. Dafür, dass er ein Nahkämpfer ist, hat er sehr, sehr wenig Lebenspunkte im Vergleich zu Young oder Cecil. Allerdings kann er springen. Auf diese Weise entgeht er ja ungefähr die Hälfte aller Angriffe des Gegners. Damit kommt er genau genommen auf die doppelte Lebenspunktemenge und kann deswegen mit Cecil mithalten. Er darf nur nicht geburstet werden, also auf einen Schlag ausgelöscht. Das war's dann für die Gegner. Wir laufen gleich weiter. Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Gucken wir doch mal. Riesenhandschuhe. Cecil, Level 40. Finde ich super schön. Und jetzt hat er Engel gelernt. Ach, Level 40 war es, wo er das lernt. Rosa lernt Bann. Young ist auch ein Level gestiegen. Also ihr seht, wir sind nicht so weit hinten dran. Ausrüsten. Wir gucken mal, was die Riesenhandschuhe machen. Ich glaube, sie geben, ja, viel mehr Stärke. Ein bisschen weniger Reflexe. Da hat aber genug. Mehr Abwehr vor allem. Das ist gut. Und mehr Stärke. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir können vielleicht hier mal bei Kane gucken, ob er was mit dem Kraftreif anfangen kann. Das kann er tatsächlich. Was hat Young soweit? Young hat hier einen Silberreif angelegt. Kopftuch, schwarzer Gürtel und so weiter. Er könnte das auch tragen, kriegt aber weniger von den anderen Werten. Also geben wir das Ganze einfach mal Cecil, den Kraftreif. So. Weniger Abwehr, mehr Reflexe und vor allem mehr Stärke. Finde ich super toll. Kann auf jeden Fall viel mit anfangen. Und ihr kennt's schon. Wir aktivieren noch einmal mit Rosa. Schön Vitra. Auf alle. Zack. So. Geht ja schnell, da mal kurz ins Menü zu gehen. Was hat eigentlich Cecil jetzt dazu zu sagen hier? Sag mal, Cecil. Haltet durch, Zwergenfreunde! Kanonen? Rührt das Rumpeln etwa daher? Oh, rührt das Rumpeln etwa daher? Ja, das gut ist. Kanonenfeuer aus der Höhe haben die Panzer nichts entgegenzusetzen. Die Kristalle sind an der Oberfläche. Schnell, wenn wir uns nicht beeilen, werden die Zwerge ausgelöscht. Ja, also müssen wir uns beeilen, bevor die Zwerge ausgelöscht werden. So sehe ich das auch. Das ist genau das, was wir jetzt hier vorhaben. Genau das, was wir hier tun müssen. Und hier nochmal Automodus. Komm, den können wir anlassen. Da wir jetzt ja die Riesenhandschuhe haben. Ja, Riesenhandschuhe habe ich das letzte Mal auch nicht gefunden. Also hier droppen Sachen und wir machen trotzdem nicht viel mehr Schaden. Tja, was soll's. Hier droppen Sachen, die letztes Mal nicht gedroppt sind. Blitzra auf alle. Ja, soll er mal. Tobt sich aus. Mit letztes Mal meine ich natürlich in meinem letzten Durchgang. So, der Rest sollte gar kein Problem mehr sein. Eigentlich sollte man ja die kleinen Gegner zuerst auslöschen, bevor man den Tank verprügelt. Na, immer erst den Heiler oder den Damage-Dealer auslöschen, bevor man den Tank vermöbelt. So eine allgemeine Grundregel. Aber komm, hier spielt das keine Rolle mehr. Die kriegen uns ja hier nicht wirklich klein. So, 5000 Erfahrungspunkte ist ganz beachtlich schon. Wir heilen uns gleich nochmal hoch. Schön hier mit Rosa. Rosa Magie. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Immer geradeaus, da brauche ich keine Karte für. Das kriege ich auch tatsächlich mal so hin. Die Tür ist abgeschlossen. Was benutzen wir denn da wohl? Hm, vielleicht den Schlüssel. So, Tür geöffnet und wir gehen da rein. Wusch. Verreckt, Zwergenpack. Weg von den Kanonen! Ihr! Wie kommt ihr hier rein? Tötet sie! Niemals! Das sind ganz normale Imps, ganz normale Goblins, Viecher, die pusten wir weg, die sind keine Gegner für uns. Ein Schlag sollte für jeden reichen. Die haben nichts zu melden. Einfach schwach. Und nachdem wir sie getötet haben, was soll schon passieren? Ich meine, wir hauen gerade einen nach dem anderen hier aus den Socken. Da kann einfach nichts mehr schief gehen. Das ist so, da haben wir das jetzt geschafft und wir haben die Zwerge gerettet. Nein! Aber ihr werdet uns nicht aufhalten! Oh, sie leben noch und sie laufen weg. Sowas aber auch.
Jetzt kann niemand mehr die Kanonen stoppen! Und weg sind sie. Oh nein! Können wir da nichts tun? It's too dangerous! I will take care of things in here. The rest of you, get out! Are you mad? It's too late, Jan. Forgive me. Jan! Jan! If you should see my wife again, tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Young! Please, Young! Don't throw your life away! Young! It has been an honor fighting with all of you. Open the door, Young! Ja, Young hat sich geopfert für uns. Ich fand Young ja richtig cool. Also er ist eine richtig coole Sau, das muss man einfach mal sagen. Ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere in ganz Final Fantasy. Einer der coolsten Mönche, wie ich finde. Der coolsten Mönchcharaktere. Er ist ja Mönchklasse, wenn man es genau... Also er ist tatsächlich ein Mönch, aber es ist ja in Final Fantasy auch immer so eine Klasse, die Mönchklasse. Nahkampf. Und er hat sich geopfert. Für uns. An der Stelle. Wir werden allerdings nicht traurig sein, wir machen weiter, Young. Auch die Zwerge, das alles nur für uns. Young, du warst bis zuletzt stark und gütig. Wäre ich bereit, mich zu opfern, so wie Young es getan hat? Er wollte mich auch beschützen, als Leviathan angriff. Young. Und die Pose dazu. Finde ich ja super. Okay, ja, ziemlich doof. Jetzt ist Young nicht mehr dabei. Wir müssen ohne Young hier raus. Wie konnte dieser Egoist uns nur alleine lassen? Und, ja, er hat die Zwerge gerettet, das war natürlich sehr, sehr schön von ihm. Doof nur, dass wir jetzt hier, auf uns alleine stehen und Young nicht mehr mit dabei ist. Nicht nur, dass er sehr stark war, er war auch richtig cool. Komm hier, wir flüchten mal, ich habe keine Lust auf das Ei. Denn ich weiß immer noch nicht, was diese Eier machen. Oh, naja gut, jetzt hat er sich verwandelt, wir hätten ihn gerade auslöschen können. Aber was soll's, wir stürmen weiter, ich muss den Ausweg finden. Der war da unten irgendwo... Und dann war er hier links, rechts wäre noch mein Safe-Raum, aber wir brauchen hier nicht speichern, denn ich habe nicht vor, die Aufnahme jetzt schon zu beenden. Und außerdem, wenn wir sterben sollten, tauchen wir genau da wieder auf, wo wir aufgehört haben. So, hier geht's lang, da oben muss ich hin. Hier, den hauen wir weg, mit Erstschlag, gar kein Problem. Wir sind ja zum Glück an der Stelle mittlerweile stark genug, um auch ohne Young hier zu bestehen. Immer schön auf die 12, so wie ich das gehört. Da hat er nichts entgegenzusetzen. So, Mithril-Schild, den brauchen wir nicht. Den hatten wir ja schon mit Skane. Aber wir haben bessere Schilde, wobei, kann er mal gerade gucken. Hier, komm, Cecil, guck mal, was hast du? Ein Schild? Lichtschild? Mithril-Schild? Oh, okay. Können wir doch gebrauchen, macht überall bessere Werte. Wir haben 3 Stück davon. Besser als der Lichtschild. Ziehen wir doch einfach mal an. Ich weiß gar nicht, was für eine passive der Lichtschild hat. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, was eine passive Lichtschild hat. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch jetzt nicht googeln, so schnell. Denn ich werde ihn eh nicht mehr anziehen. Würde mich aber interessieren, so für den nächsten Durchgang vielleicht mal. Nicht im Auto, muss ich wechseln, erstmal hier die Reihen. So, und der Rest kann angreifen. Ja, wir treiben hier ein bisschen mehr die Story voran, nachdem wir letzte Episode ja überhaupt erstmal in den Turm erklimmen mussten. Aber so ist es in Rollenspielen. Ich hätte natürlich auch die ganzen Kämpfe rausschneiden können, dann würden wir viel schneller vorankommen. Also ihr würdet schneller vorankommen. Ich hätte mehr Arbeit. Abgesehen davon, dass ich mehr Arbeit hätte, seht ihr aber auch nicht das komplette Rollenspielerlebnis von Final Fantasy. Denn die Kämpfe sind ein Teil davon. Die Kämpfe gehören mit dazu, wie ich finde... wo war der Ausgang? Da oben, glaube ich. Die Kämpfe sind ein Teil davon... Und, warte mal, sind wir dahergekommen? Hier, wo war das? Ah doch, da ist der Ausgang. Gott, ich hab schon gedacht. Ja, die Kämpfe sind halt leider ein Teil davon. Auch die häufigen Zufallskämpfe sind ein Teil davon. Und ich bin mir dessen bewusst, dass viele, sehr, sehr viele Europäer sich darüber aufgeregt haben. Immer diese Zufallskämpfe in Final Fantasy. Bring doch mal andere Gegner, lass doch mal ausweichbare Kämpfe, bla 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 bla. Ja,
Zufallskämpfe können nerven, da stimme ich zu. In Final Fantasy 1 und 2 sind die unheimlich häufig. Sogar in Final Fantasy 3 auch noch. Unheimlich häufig. Selbst in Final Fantasy 4, in 6 und 7 haben sie das Ganze ein bisschen reduziert und in allen danach folgenden Teilen auch. Da ist es ein Segen im Vergleich zu jetzt. Aber kommt schon, die Teile gehören mit dazu. Das ist eben Klassik, das ist eben asiatisch. So sind JRPGs nun mal. Oh, wir hängen hier gerade. Komm bitte nicht. Gut, weiter geht's. Ich will ja nicht, dass meine Festplatte jetzt schlapp macht. So, also, dann gehen wir doch mal weiter. Falls es gerade nicht so ganz geklappt hat mit der, hier mit der Aufnahme, das liegt daran, dass ich zwischendurch die Aufnahme unterbrochen habe, denn es gab ja ein paar Probleme mit meiner Festplatte. Es hat ein bisschen geruckelt, das Ganze. Und, ja, deswegen mache ich jetzt an der Stelle einfach mal weiter. Und wir tun so, als wäre hier nichts geschehen, als wäre hier nichts gewesen. Dann werde ich noch ein paar Minuten aufnehmen, dass wir hier unsere circa halbe Stunde voll bekommen, oder etwas mehr als eine halbe Stunde, und dann werde ich mal anfangen zu rendern. So, hoffen wir mal, dass es klappt. Das war so ähnlich, wie wir es schon mal in einer Aufnahme hatten, als das Ganze dann angefangen hat. Ihr stellt euch als ganz schön lästig heraus. Gobes! Ist die Katze aus dem Haus, regt sich die Maus. okay, das hätte von mir sein können, so schlecht ist das Ding. Doch die Spielstunde ist vorbei. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Leb wohl! Verdammt, die Brücke! Das war auf den letzten Drücker! Sid! Hm? Wo ist Young? Young, er opferte sich, um die Kanonen des Feindes auszuschalten. Und wieder geht einer von uns! Schluchz! Schluchz! Wer ist dieses Mädchen? Das ist Rydia, die Überlebende aus dem Dorf des Nebels. Pah! Sie folgen uns! Kannst du sie abschütteln? Unser Schiff sollte eigentlich das Schnellere sein. Sie scheinen ihre Rotschwingen auch verbessert zu haben. Oh ja, sie holen auf, offensichtlich. Sid. One after another. Rushing to die like fools. We go to Baron for Sid. Ja, da hat sich auch Sid geopfert. Man kann von Sid halten, was man will. Diese Aktion war unglaublich badass, wie ich finde. Da springt er einfach mal voller Mut, also voll, absolut furchtlos in seinen Tod. Was natürlich nichts Besonderes ist, aber er hatte diese Bombe dabei, mit der er alles in die Luft gesprengt hat.
finde ich unheimlich großartig von Sid. Und er hat uns das Luftschiff gebracht. Die Enterprise. Ja, wir benutzen hier einfach mal, wir können hier irgendwas benutzen, machen wir aber an der Stelle nicht. Ich speichere erstmal. Denn wir haben ja einen sehr, sehr schwierigen Teil des Spiels hinter uns gebracht. Da haben wir noch einen Sid-Spielstand. Den überschreiben wir auch gleich mal. So, bei Baron. Und dann gucken wir mal. Gehen wir doch mal rein. In Baron, da sollten wir mit den Lehrlingen von Sid sprechen. Hoffentlich haben die auch was gelernt. So, hallo Wachen, was hast du zu sagen? In meinen schlimmsten Albträumen hätte ich nicht gedacht, dass ein Ungeheuer auf dem Thron sitzt. Ja, 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 genau. Ist ja leider in den meisten Fällen so. Ein Ungeheuer auf dem Thron. Wo waren die Leute nochmal? Ich glaube, die waren da drüben. So, die Angestellten von Sid. Ich hoffe, die sind da. Zack, zack, zack. So, da waren wir auch schon drin. Hier lang. Burg. Hier, da sind sie doch. Hallo, Leute. Lord Cecil! Meister Sid sagte uns, dass ihr kommen würdet. Er wies uns an, einen Greifhaken an der Enterprise anzubringen. Das dauert nur wenige Augenblicke. Interessant. Ja, 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 bla, bla, bla. Das machen wir so, ja. Also Baumeister, Bauermeister und überhaupt der Baumeister und den ganzen anderen Kram. Und dann gehst du mal darüber. Und dann brauchst du hier noch ein bisschen was. Und dann brauchen wir noch... Da kommen wirklich Geräusche. Das ging schnell. ich finde die Lippen von denen ja so lustig. Das war's. Damit könnt ihr das Luftkissenboot einholen und überall hin mitnehmen. Fliegt einfach über das Luftkissenboot und drücken Sie 5, also 10er Tastatur, um es hochzuziehen. Zum Absetzen drücken Sie einfach 5. Seht ihr das so? Ja, ich habe bestätigen bei mir auf der 5, auf meinem Nummernblock. Vermutlich wird das deswegen so angezeigt. Damit sollte es jetzt möglich sein, die Höhle von Eblan beim Turm von Babel zu erreichen, nicht wahr? Setzt das Luftkissenboot einfach bei einer Sandbank ab und los geht's. Danke, aber wegen Sid. Uns braucht ihr das nicht zu sagen. Er kann ziemlich anstrengend sein, nicht wahr? Nie lässt er einen zur Ruhe kommen. Ihr könntet ihn erschlagen. Er würde wieder aufspringen und weiterarbeiten. Wir machen uns besser wieder an unsere Arbeit. Davon haben wir nämlich genug. Viel Glück! Ja, die Leute wollten das gar nicht so genau wissen, was da mit Sid passiert ist. Ist aber vielleicht auch ganz gut so. So, wir holen erstmal das Luftkissenboot. So, immer schön langfliegen. Und zwar da hinten, wo es war. So, wo ist er denn? Wo haben wir es denn? So, hier, komm. Zack, nehmen wir es mal. Greifhaken. So, schön. Das gab es, glaube ich, auch in keinem anderen Final Fantasy Teil jemals wieder. Ne, dass man hier so wirklich mit Luftkissen, das Luftkissenboot, oh Gott, das Luftkiffenboot. Wir wollen die Luft kiffen, dass man das nehmen kann und damit losfliegen kann. Und wir machen uns gleich mal auf den Weg, wir sind ja schlau, wir fliegen andersrum. So, ist ja eine runde Welt, da kann man auch mal, da muss man nicht den langen Weg nehmen. Ne, so, zack. Wo wir hinwollen, ist wieder zum Turm von Babel. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich ein bisschen leveln, vielleicht mache ich da nochmal eine Zwischenquest. So, hier, war das da? Gucken wir gleich mal. Das ist das Schloss. Hier entlang. Wir müssen hier hin. Das ist die Höhle. Hier ist der Turm von Babel. Ihr seht, der ragt wirklich aus dem Untergrund heraus. Da oben ist es. Ne, da oben ist die Spitze. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Aus dem Untergrund bis da hoch. Und hier kommen wir halt nicht hin. Also wir können hier nirgendwo landen. Das klappt nicht. Und deswegen müssen wir halt hier landen. Und damit wir über die Sandbank drüber kommen. Aber wir schauen auch mal hier rein, ob es da noch irgendwas zu finden gibt. Erstmal setzen wir das ganze Boot ab. So, wie sich das gehört. Dann steigen wir hier an der Stelle aus. Vielleicht, oh, Moment, hier so. Vielleicht mache ich noch ein paar Nebenquests, mal schauen. Das würde ich natürlich dann aufnehmen. Aber erst einmal unterbreche ich hier die Aufnahme. Ich habe noch einige Videos zu rendern. Denn meine Festplatte ist hier randvoll. So, ich spiele ja nicht so weit voraus. Ich bin immer nur ein, zwei Folgen voraus, wenn es hochkommt. Das war jetzt eine Folge. Ich habe, glaube ich, noch eine andere fertig. Die muss ich auch rendern. Dann habe ich noch mein anderes Let's Play, Star Wars Knights of the Old Republic, was ich gerade Let's Playe. Und dementsprechend habe ich da auch noch ein bisschen was zu rendern. Ich danke auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Schreibt wie immer schöne Kommentare. Ich freue mich unheimlich darüber, wenn ich was zu lesen habe und mit euch schreiben kann. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid nächste Aufnahme wieder mit dabei in der nächsten Folge. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Bis dann. Tschüss.